Fragen sind immer ähnlich, muss ich sagen. Aber hier haben wir zum Beispiel die Frage gehabt, eben wieder mal mit Linkshänderin. Also bin ich Linkshänder oder nicht? Also meistens hat die passive Hand mehr Linien, aber nicht immer. Also warum ist das so? Weil wir mit rechter Hand arbeiten, zum Beispiel als Rechtshänder, und die linke Hand ist eher die passive Seite. Und da passiert nicht viel Veränderung. Aber die aktive Hand, die wird immer verändert. So, dann war noch eine Frage auf der Seite 3. Wir können scrollen einfach runter. Wo ist was? Genau diese oberste Bild brauche ich bitte, Martin. Jawohl. Also, hier sehen wir zum Beispiel auch eine längliche Hand eher, weil die Finger noch ein bisschen länger sind. Das ist länglich. Und wo ist was? Also, hier zum Beispiel haben wir drei Linien gut zu sehen, aber wir haben auch natürlich hier Schicksalslinie in der Mitte. Also oben ist natürlich die Linie vom Herz, also dann haben wir da weiter oben vom Kopf, also Lebenslinie ist um den Daumenballen gegeben. Also und wenn man jetzt untere Bild zeigt, also sieht man hier in Schwarz die Schicksalslinie genau. Also das ist richtig eine quadratische Kant, also einfach mal zum Unterscheiden. Da sieht man einfach tatsächlich wie ein Quadrat. Das ist nichts mehr Praktisches oder nichts mehr Längliches, sondern das ist eine quadratische Hand. Und das ist auch keine Affenlinie, so, und dazu kommen wir auch später. Affenlinie heißt, dass beide obersten Linien zusammengewachsen wären. Das ist eine praktische Hand quasi. Also, und in dieser praktischen Hand sieht man auch natürlich viele verschiedene Linien. 1, 2, 3 und 4 und 5, also erste Linie oben, haben wir richtig gut zu sehen. Ich habe extra mit und ohne Nummer gemacht. Also das ist quasi auch eine Linie vom Herz. Dann haben wir auch eine Denkenslinie mit 2, mit einer Abzweigung. Also aber diese Abzweigung, die Nummer 5 hat, das wäre auf jeden Fall eine Linie, die tatsächlich auch auf Schicksalslinie hindeutet, bloß unterbrochen. Also dann haben wir auch hier die nächste Linie, also die Nummer 4 hier im Bild, das ist die sogenannte Schwesterlinie. Und da haben wir Nummer 3, also einfach beide Bilder anschauen bitte. Die Nummer 3 ist die Linie des Lebens.